Grüß euch. In den letzten Tagen hat's gute Neuigkeiten gegeben, denn Sie haben uns damit deutlich gesagt, was Sie als nächstes zu tun gedenken. Es geht um den Hack in dieser hochrangigen Security-Firma, welche die Software schreibt für die führenden Bereiche in den Regierungen, in den Banken, für die Medizin, für die Industrie, den gesamten Transport, für die Versicherungen, Militär, alles im Energiesektor und natürlich Telefon und Internet. Weltweit. Sie sagen, es wäre ein Trojaner, der, sobald er im System des Kunden drin ist, eine Hintertür öffnet, über diese die Hacker in diese Systeme eindringen und damit machen können, was sie wollen. Sie sagen auch, es wäre schon im März passiert. Hochinteressant, gell? Und man hätte das jetzt erst entdeckt. Und an anderer Stelle wird vermutet, es wäre durch einen Mitarbeiter in dieser Software-Security-Firma selber ein Trojaner in dem Sicherheitscode platziert worden, welchen sich die Kunden dann als neuen Sicherheitsupdate heruntergeladen haben. Ach ja, und jetzt schieben sie es auf die Russen. In den ersten Meldungen waren es nur Hunderttausende von befallenen Firmen. Die Artikel sind verschwunden und die Zahl wurde ausgetauscht. Jetzt sind es noch 33.000. Und mit dieser Zahl geben sie zu erkennen, dass, von wem und wozu dieser Mitarbeiter eingeschleust worden war. Damit sagen sie uns, was sie vorhaben. Die warnen uns immer vor dem, was sie als nächstes selber tun. Und all ihre Aktionen, die sie natürlich immer auf Russland, auf China oder auf sonst wen schieben. Und du musst es immer im Hinblick sehen auf ihr Ziel. Und deren erklärtes Ziel ist, das System abzubrechen, und zwar den gesamten Aufbau, die Organisation des Systems auf der ganzen Welt. Das Wort System hört sich so theoretisch an. Die wollen die gesamte Welt, so wie sie jetzt funktioniert, abbrechen. Alle Organisationen, alle Institutionen, Firmen, alles, wie heute das Leben aufgebaut ist auf der ganzen Welt, soll abgebrochen werden, soll zerstört werden. Und was Sie jetzt mit dieser Trojaner-Geschichte und was Sie jetzt einleiten, ist dieser Abbruch. Ihr Ziel? Sie wollen so ziemlich alle Leute aus der ganzen Welt weghaben. Und das sagen Sie ja selber. Nur Sie als Herrscher mit einigen Millionen Sklaven und der Rest soll weg. Die Leute weltweit jetzt alle umbringen, das geht aber nicht. Das können sie nicht. Das ist von der göttlichen Bestimmung her, geht das nicht. Sonst hätten sie es ja schon lang gemacht. Die hätten uns ja schon lang wegradiert. Aber das geht nicht. Sie würden sich aber an die göttliche Bestimmung halten, wenn sie die Leute dazu bringen, dass sie sich selber abräumen. Oder gegenseitig abräumen. Die müssen die Leute so in den Wahnsinn hineintreiben und so mit Lügen austricksen, dass die Leute weltweit sich selber ausräumen. Und das haben wir gesehen, genau das haben sie gemacht. Dass weltweit die Leute diese Impfung gerne, ja im Gegenteil, die warten ja noch drauf, weil das ist auch so ein Verkaufstrick, ne, dass sie sagen, oh, wir brauchen das unbedingt, aber das gibt's noch nicht, ein bisschen später und wir arbeiten dran, aber jetzt gibt's es noch nicht, ihr müsst noch ein bisschen warten. Und so steigern die Leute sich rein, dieses haben wollen, mit dem Versprechen, wenn ihr das dann habt's, wenn ihr dann geimpft seid, dann kriegt's ja wieder ein bisschen weniger Beschränkungen. Und diese spinnerten Leute, die Wahrheit gar nicht wissen wollen, hoffen, dass sie ihr Leben wieder kriegen, so wie es war, in ihrem System. Und dann willst die Leute warnen und sie greifen dich an dafür. Ich weiß noch, der Letzte, den ich warnen wollte, das ist schon einige Jahre her, habe ihn gefragt, ob er sie vorbereitet auf das Kommende. Da blafft er mich an, ich soll mein eigenes Leben zerstören und nicht seins. So Menschen und so Leute leben in einer totalen Scheinwelt. Da ist nichts mehr echt. Und diese Scheinwelt wird jetzt abgebrochen. Und wenn es Menschen sind, die dir viel bedeutet haben, da schluckt man dann schon, gell? Aber letztendlich sind's ja nicht wir, die jemanden retten, sondern Vater, Gott Mutter rettet uns ja.
Und es ist schon lange bestimmt, wer überlebt. Steht schon lang fest. Und diese Scheinwelt wird jetzt abgebrochen. Und ich habe mir oft gedacht, wie machen sie es, das gesamte Gebäude einzureißen? Aber durch diese popligen Lockdowns bricht ja nicht das gesamte Gebäude zusammen. Und jetzt haben sie es uns gesagt. Und es ist nicht, Blackout, was diese Leute, der Strom wird abgestellt. Na, das ist viel zu grob, das kannst du nicht machen, das funktioniert nicht, weil ihre gesamte Herrschafts- und Bewachungsstruktur hängt ja vom Strom ab. Haben aber schon geredet drüber. Und für so einen groben Move sind diese Herrscher ja viel zu clever und viel zu subtil. Aber wie sie es jetzt machen, so geht's. Wenn du die Liste siehst, welche Bereiche, welche Firmen da angeschlossen sind, dann siehst du, das ist die ganze Welt und das sind alle Systeme und alle Firmen, die jetzt eine offene Hintertür haben. Zum Beispiel, jetzt schließen die Banken. An einem Freitag wäre nicht schlecht. Weltweit, es ist keine einzige Transaktion mehr möglich. Und alles wegen dieser schädlichen Software, ein Computervirus. Das ist jetzt die nächste Viruspandemie. Und sie werden es auch so nennen. Hier ist zum Beispiel BT, das ist British Telecom. Denen gehört das gesamte europäische Kabelnetz bis Moskau. Und alle diese Telekom-Firmen zahlen Miete an die British Telekom. Ich weiß es daher, weil ich in diesen Bereichen mal gearbeitet habe. Dann schaust die anderen an, weltweit, da ist alles drin. Australien, Südostasien, Mittlerer Osten ist auch dabei. Freilich können sie auch den Menschen und den Leuten, den Firmen, in den Städten und überall oder ausgewählt den Strom abdrehen, die Wasserversorgung unterbrechen, das Internet abstellen, das Telefon geht auch nimmer. Damit treibst du die Leute auf die Straße. Damit treibst du die Leute hinaus. Aber das Ding dabei ist, das können die gezielt und ihre Überwachungstechnologie lassen sie laufen. Also über das 5G gibt's ja bestimmte Bandbreiten, die nur für Militär, Polizei, Feuerwehr und so weiter, also First Responders werden die genannt, die ist nur für die. Das können sie offen lassen, während sie sonst alles stilllegen. Und das ist genau das Szenario, das Illy beschrieben hat. Wir brauchen eigentlich keine Bombe irgendwo hochgehen sehen. Das kann auch dieser Cyber-Attack, wie sie es nennen. Sie nennen Cyber-Pandemie. Das kann auch das Ereignis sein. Ich meine, wir wissen es nicht. Aber diese Ansage und diese Propaganda, die jetzt gerade angelaufen ist, also wir können das jetzt die nächsten Tage und Wochen beobachten. Und dann schalten sie es ab. Und sie können alles, was sie tun, jetzt immer auf die Hacker schieben. Ist doch genial, oder? Das System wird wirklich abgebrochen. Die Banken sind geschlossen. Keine einzige Transaktion ist mehr möglich, weltweit. Der Computer der Aktienmärkte ist abgestürzt. Regierungscomputer, Firmencomputer, der gesamte Transport. Und auf diese Art wird auch die Nahrungsmittelversorgung unterbrochen. Supermärkte sind leer und alles schieben sie auf diesen Hacker. In dieser Liste ist auch das Smart City Network. Das heißt, sie können die Ampeln schalten, wie sie wollen, alles auf grün. Also ich bin mir sicher, die lassen sich was einfallen. Denn du darfst nicht vergessen, die haben ihren Spaß dran. Die haben Spaß dran, die Leute zu quälen. Mein Video ist nicht dazu da, um zu alarmieren, sondern dafür, wenn du diese Infos jetzt vermehrt überall hörst und siehst, dann weißt du, was läuft. Dann weißt du, wo wir stehen. So, wenn alle anderen jetzt das Rotieren anfangen und Blackout und Strom und Bank und dann kannst du ganz ruhig und ganz in deinem Frieden bleiben, weil du genau weißt, worum es geht und du weißt auch, was rauskommt dabei. Also die werden alle rotieren, wird richtig Chaos losgehen und während die alle rotieren, sitzen wir ruhig daheim und wissen ganz genau, was gespielt wird. Und das ist der Grund für mein Video. Ich find's klasse, denn es ist ein Riesenschritt in unsere Richtung. Die brechen das jetzt ab. Ihr könnt es schön verfolgen, wie sie diese Propaganda jetzt aufbauschen.
Während die Impfungen laufen, kommt da schon die nächste Pandemie, die Hacker-Pandemie. Und dann weißt, jetzt brechen sie es ab. Das beginnt jetzt Ende Dezember und sichtbar wird's im Januar. Klasse, alles Liebe und bis bald.